Mit Need for Speed Hot Pursuit 2 bekommst du die Möglichkeit, dich hinter das Steuer der schnellsten Luxuskarossen der Welt zu setzen. Und das auf 30 spektakulären und detailtreuen Rennbahnen. Fahre gegen einen Freund oder verschiedene andere KI-Fahrer. Aber sei wachsam und halte Ausschau nach den Cops. Sie sind gerissen, sie sind gut ausgerüstet und sie verstehen keinen Spaß. Bei der Hot Pursuit und der Ultimate Racer Meisterschaft wirst du auf vielen einzigartigen Rennstrecken herausgefordert, das Gesetz zu überschreiten, oder du spielst selbst den Polizisten und stoppst die Temposünder. In der Meisterschaft um das Superrennen trittst du in eine Reihe von Herausforderungen gegen die schnellsten Autos der Welt an, ohne jede rechtliche Konsequenz. Wieso liest du immer noch in diesem Handbuch rum? Die Rennstrecke ist der Ort, um fahren zu lernen. Also, los jetzt! Und stille dein Verlangen nach Geschwindigkeit in Need for Speed. Viel Glück, du wirst es brauchen. Puh, na, wenn das mal keine Ansage im Handbuch ist. Wer da nicht heiß ist, sein Verlangen nach Geschwindigkeit zu stillen, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Hot Pursuit 2 ist, wie der Name schon sagt, quasi die Fortsetzung vom dritten Need for Speed Teil. Hot Pursuit 2 selbst war in der Reihe der Need for Speeds der bis dahin sechste Teil gewesen und folgte auf Need for Speed Porsche, das ja einen deutlich anderen Weg eingeschlagen hatte im Vergleich zu den Vorgängern der Reihe und wurde auch von einem neuen Entwicklerteam produziert. War bisher EA Canada, ehemals Distinctive Software für die Reihe verantwortlich, übernahm nun Blackbox Games die Entwicklung. Ich hatte damals gedacht, dass sich Porsche nicht so gut verkauft hat und man deshalb mit dem Namen Hot Pursuit 2 zeigen wollte, dass man mit diesem Teil wieder gewohntes Need for Speed Feeling bekommen würde. Genau wie es die Handbucheinleitung beschreibt. Ausufernde, detailreiche und malerische Streckenverläufe, hohe Geschwindigkeit und lizenzierte Luxuskarossen. Nicht zu vergessen die Cops, die Jagd auf uns als Temposünder machen. Es war ein durchaus wichtiger Teil für die Reihe, denn es war zusätzlich noch das erste Need for Speed für die neue Konsolengeneration von PS2, Xbox und GameCube. Ich selbst habe damals diesen Teil ausgelassen, weil ich noch genug mit Gran Turismo 3 beschäftigt war. Umso mehr Spaß habe ich jetzt gehabt beim ersten Mal Einlegen ins Laufwerk, denn die Grafik ist richtig geil und hat mich vom Stil her tatsächlich an die Zeiten von Teil 3 und 4 erinnert. Die ausufernden Landschaften mit seiner hohen Sichtweite und den vielen Streckendetails, die Abkürzungen und tollen Automodelle, dazu das sehr arcadige Fahrgefühl, das sehr wenig mit Realismus zu tun hat, aber umso mehr für schnellen Fahrspaß auf den Hochgeschwindigkeitskursen sorgt. Wer seine Rennspiele gerne so mag, dass er nur kurz vom Gas geht vor der Kurve, der ist hier genau richtig aufgehoben. Was Hot Pursuit 2 deutlich besser macht als sein Quasi-Vorgänger Teil 3 damals, das sind die abwechslungsreichen Spielmodi. So gibt es gleich zwei umfangreiche Rennserien, den namensgebenden Hot Pursuit Modus und das Superrennen. Jeder dieser Modi ist in 30 Herausforderungen aufgeteilt, die wiederum aus mehreren Einzelrennen bestehen können. Dadurch, dass sich diese Bäume auch noch aufsplitten, kann man immer zwischen verschiedenen Herausforderungen auswählen, falls man mal irgendwo hängen bleibt oder keine Lust auf ein bestimmtes Auto oder Strecke hat. Im Superrennen fährt man, wie der Name erahnen lässt, mehrere verschiedene Rennserien in jeweils vorgegebenen Autos. Anfangs natürlich noch in Kleinwagen wie dem Lotus Elise oder einem Opel Speedster. Danach kommen Limousinen zum Zug wie der BMW M5 oder ein Mercedes CL55 AMG. Im Hot Pursuit Modus geht es ins Rennen gegen die Cops. Fahre eine schnelle Zeit in Wagen XY, ohne dich von der Polizei schnappen zu lassen. Das spielt sich wirklich sehr actionreich und es empfiehlt sich, die Abkürzungen auf den Strecken zu kennen, da sie einem helfen, den Ordnungshütern ein Schnippchen zu schlagen. Gerade hier kommt auch das vielleicht coolste Feature im Spiel zur Geltung. So kann man auf Knopfdruck jederzeit eine Kamerarakete abschießen, die einen den weiteren Streckenverlauf zeigt. Unliebsame Straßensperren oder enge Kurven kann man sich so vorher angucken und überlegen, wie man sie am geschicktesten umfährt. Außerdem sieht es einfach voll geil aus. Noch fetter, aber dafür weniger nützlich, man kann per Tastendruck einen Bildfreeze auslösen und die Kamera spektakulär ums eigene Auto fahren lassen. So kann man immerhin sehen, was hinter einem gerade so abgeht und man bekommt eine kurze Verschnaufpause. Ich habe diese Funktion gerne genutzt, um in den Rennen die Quicksave-Taste im Emulator zu drücken. Ja, es ist Cheat.
Aber die Rennen sind teilweise echt lang und man kann wegen einem kleinen Fahrfehler am Schluss leicht ein ansonsten perfektes Rennen verlieren, da die Gegner Need for Speed typisch gerne im Pulk hinter einem herfahren. Hot Pursuit 2 ist eine echte Empfehlung wert, da es das letzte Need for Speed nach klassischer Serientradition gewesen ist, aber schon die Technik der nächsten Konsolengeneration geboten hat. Bevor die Reihe dann mit Underground einen völlig neuen Weg eingeschlagen hat und zu seinen alten Wurzeln nie wieder so richtig zurückgekehrt ist. Als Abschluss möchte ich hier unbedingt noch die Einleitung zum Test der Maniac aus der Ausgabe 10 2002 zitieren, die die bevorstehende Veränderung im Lebenszyklus der Need for Speed-Reihe quasi hellseherisch heraufbeschworen hat. Neben den Sportserien mit ihren obligatorischen Jahresupdates beherbergt Electronic Arts auch andere Spielereien, bei denen für eine Fortsetzung schon mal etwas mehr Zeit vergeht. Bestes Beispiel dafür ist die auf dem 3DO geborene Nobelraserei Need for Speed. Nach dem letzten mittelprächtigen PS1-Teil Porsche wurde eine rund zweijährige Schaffenspause eingelegt, um die zukünftige Ausrichtung der Flitzerei zu überdenken. Wie wir alle heute wissen, ist von Hot Pursuit 2 an vorerst jedes Jahr ein neuer Teil veröffentlicht worden. Von Schaffenspausen, um eine Ausrichtung zu überdenken, keine Rede mehr. Aber für Hot Pursuit 2 lässt sich festhalten, dass es ein richtig geiler Teil der Reihe ist. Du bist Erster!